Zack, und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Borussia Dortmund Karrieremodus. Wir sind heute wieder am Start mit der 26. Episode und es geht gegen sehr, sehr interessante Gegner in der Bundesliga, um da den Titel zu sichern bzw. die Meisterschaft zu holen. Gegen wen es geht, das gucken wir uns gleich nochmal an. Zunächst zur Erklärung, dieser Müllsack da, der ist hier, weil mein ganzes Zimmer momentan sehr, sehr leer ist, weil ich gerade umbaue. Also wundert euch nicht, eventuell halt es auch ein bisschen, ich hoffe aber nicht. Ich werde nicht länger drum schlagen, sondern wir schauen uns direkt mal an, gegen welche Gegner es heute geht. Nachdem wir in der letzten Episode ja teilweise nicht so erfolgreich waren, geht es heute gegen Hamburg, Stuttgart, Hoffenheim, Schalke 04 im Pokal, Hertha BSC und natürlich den FC Augsburg. Hamburg werden wir direkt mal mitnehmen, ist ja so ein bisschen der Angstgegner vom BVB in den letzten Jahren gewesen und auch gegen Schalke werden wir das Revierderby natürlich spielen. Diese vier Partien werden wir wiederum simulieren. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde ich mich tierisch über freuen. 1000 Likes wären richtig, richtig geil. Kriegt er ja eventuell dieses Mal wieder hin. Letztes Mal hat es auch ganz knapp geklappt, hat mich tierisch gefreut. Merch ist in der Videobeschreibung, genauso wie Social Media Links und IG Vault, 20% Rabatt und 6% mit dem Codepax Gaming TV. Und jetzt starten wir rein in diese Episode und gehen direkt mal zum Hamburg-Spiel. Passend dazu haben wir jetzt noch ein paar Jugend-Scout-Berichte und zwar, der sieht beispielsweise gar nicht mal so schlecht aus, hat schon mindestens, also bis 68 hat er schon mal, das ist nicht schlecht. Er ist mir leider Gottes ein bisschen zu alt, er ist ein bisschen zu schwach. Er ist nicht ganz so krass und auch er, wobei den kann man vielleicht sogar nochmal weiter beobachten, weil die Gesamtstärke schon ganz gut aussieht. Aber das war auf jeden Fall aus Polen nicht so nices, aus Brasilien auch nicht, aber vielleicht ja hier aus den Niederlanden. Ja, er ist leider gerade schon 17, das heißt, das ist zu schwach jetzt. Ja, er hätte die Chance gehabt, aber nein, ja, das ist leider nicht so toll. Aber gut, kann auch mal vorkommen. Auf geht's in die Intec Arena, beziehungsweise das Volksparkstadion ja mittlerweile, gegen den Hamburger SV, schöne Choreografie. Die sehen wir ja ganz selten, aber was wir wirklich selten sehen, ist die auch schon vom HSV und die gucken wir uns jetzt direkt mal an. René Adler, Dennis Diekmeyer, Katscha, Kleber, Sakai Ekdal, Holpi, Müller, Gregoritsch, Kerem, Demirbay und Chiplock. Das ist keine sonderlich starke Aufstellung, das haben wir beim HSV schon deutlich besser gesehen. Und im Vergleich zur Realität fehlen einige gute Spieler, wie beispielsweise, na klar, Halilovic. Aber die sind ja erst die Saison gekommen, von daher, naja, unser Kader ist deutlich verändert zur Realität. Horn, Paslak, Oxford, Mustafi, Rodriguez, Isco, Özyakub, Aubameyang auf rechts, Anel Sharawi, Eriksen in der offensiven Dreierreihe noch mit drin. Und vorne in der Spitze natürlich Romelu Lukaku. Wieder gewohntes 4-2-3-1, 4-2-2-2 hat er nicht so funktioniert. Deswegen gehen wir zu altbewährtem heute zurück. Rein geht's in die Partie, wir müssen gewinnen mal wieder und vor allem diesen Negativtrend stoppen, der in der letzten Episode entstanden ist. Oh, Lukaku mit dem schönen Ball auf Christian Eriksen. Und da ist Özyakub, Özyakub. Nochmal Lukaku legt ab und nochmal ein Kopfball und geklärt. Das muss normalerweise die Führung sein. Wir sehen es schon, Stefan El-Sharawi sitzt verletzt draußen. Der hat sich bereits ganz früh verletzt. 17. Die Ecke ist ganz schwach von Ozan und ich muss jetzt mal wechseln. Jetzt ist El-Sharawi wieder da, die Auswechslung ist aber schon eingeleitet, aber für den Job reicht es noch, für die Flanke auch und Eriksen 1-0! 30. 31. Minute, der verletzte El-Sharawi mit der Flanke, mit seiner letzten Aktion in dieser Partie, auch schonungsweise nehmen wir ihn vorsichtshalber raus. Schön vor der Ronaldo-Job und dann die perfekte Flanke, Adler sieht nicht gut aus und Eriksen mit einem Kopfballtor. Letztes Mal in der Euroleague hat es noch nicht für ein Kopfballtor gereicht und hier schon, geil. Rodriguez macht bisher ein ganz, ganz schwaches Spiel da. Hat vorhin auch schon einen richtig dummen Fehlpass gespielt. Und Oxford bringt uns da in die Bredouille. Aber Gott sei Dank nichts Schlimmeres passiert. Eriksen hat das Kopfballfieber gefasst. Und jetzt ist Diekmeyer, der sich gut gegen Lukaku durchsetzt. Aber schön abgewehrt von unserer Defensive. Oder auch nicht. Das ist nochmal Diekmeyer und der Schuss. Und Timo Horn mit einer klasse Parade. Und da ist der Ausgleich. Horn genauso mit einem Torwartfehler wie auf der anderen Seite. Gerade eben noch René Adler und Sven Chiplock macht den Ausgleich. Scheiße. Die Ecke von Ekdal und Rodriguez behindert da zusammen mit Mustafi, glaube ich, seinen eigenen Keeper. Das darf nicht passieren. Ozan, Ozan, schöner Versuch. Wir wollen natürlich jetzt direkt den alten Abstand wiederherstellen. Gute Freistoßposition. Wir wissen, Eriksen ist ein Spezialist für diese Freistoßsituationen. Aber leider in die Mauer schwach. Und jetzt die dicke Kontergelegenheit für den HSV. Felix Paslak dagegen. Kollege Chiplock. Jetzt versucht Hamburg das Ganze spielerisch noch zu lösen. Und Gott sei Dank verfehlen sie das. Herrlich. Der eingewechselte Pulisic. Zweiter Pfosten ist Lukaku. Die Flanke kommt, aber diesmal ist Adler da. Eine ereignisreiche erste Halbzeit geht zu Ende. Eine Verletzung, früher Wechsel und zwei Tore. Aber noch dürfen wir nicht zufrieden sein.
Jetzt Rodriguez mal mit einer guten Aktion und eventuell die Konterchance. Aber der Pass war alles andere als gut. Lukaku aber auch schlecht gelaufen. Vielleicht trotzdem schnell genug. Da gegen Gündoğan sah kein Ein. Aber vielleicht Einwurf für uns? Ja, wenigstens das. Oh, Aubameyang wird da eigentlich gefoult. Das hat ganz aber nicht gepfiffen. Ball in die Mitte. Lukaku kann ihn nicht kontrollieren. Isco holten sich nochmal wieder. Pulisic, Rodriguez. In der Mitte steht Isco, aber das ist natürlich jetzt alles andere als weit hier. Sehr, sehr eng. Eriksen versucht. Eriksen und Adler. Wir wollen natürlich jetzt den Führungstreffer mit aller Macht herbeiführen. Özyaku mit der Ecke und da steht Reece Oxford. Der kommt aber nicht ran. Und wieder kann Hamburg theoretisch kontern, aber Rodriguez fängt das Ganze ab. Isco jetzt wieder am Ball. Unser kleiner spanischer Dribbelmeister. Wir bleiben bei der Szene einfach mal dran. Jetzt in den Lauf von Ozan. Der steht nicht im Abseits, geht in die Mitte und das war schwach von mir gemacht. Ganz, ganz schwach vom HSV. Lukaku, den muss er machen. Weiter 1-1. Oh, und da fasst das Tor. Mustafi war's. Ah, jetzt sind wir nah dran. Klasse Einsatz da von Isco. Eriksen gewinnt schon wieder das Kopfballduell. Und jetzt Özyaqob. Oh, ganz, ganz schwacher Pass. Also von Özyaqob und Lukaku ist es noch gar nicht das Spiel. Ich glaube, die beiden will ich gleich mal raus. Wie angekündigt, Doppelwechsel. Özyaqob heute kein gutes Spiel gemacht. Geht raus. Lukaku ebenfalls. Und Çalhanoğlu und Jovetic kommen rein. Jovetic war ja in der Champions League. Euroleague. Entschuldigung. Zuletzt erfolgreich. Vielleicht ja auch heute mit dem Siegtreffer. Pulisic mit einer schönen Balleroberung, allerdings nicht schnell genug für Ekdal, der sich den Ball da auch wieder erobert, das sah gar nicht gut aus, ist jetzt da außen gegen Mustafi, die Flanke kommt, Horn geht wieder in sein Tor rein und Aubameyang muss klären in höchster Not, das sah alles andere halt souverän aus und dann so ein Pass von Paslak, aber Hakan ist zum Glück, dafür den natürlich auch ein ganz spezielles Spiel hier in Hamburg bei seinem Ex-Verein. Bringt hier die Ecke rein, Ober auf der Linie geklärt und Jovetic kommt nicht ran und wieder eine Konterchance für Hamburg, die das Ganze hintenrum spielen. Aaron Hunt ist das. Langer Ball auf außen, können wir das Ganze klären? Nein, aber abseits. Wieder mal Rodriguez, jetzt Pulisic, ja, wird dann nicht gefoult, Pass in die Mitte auf Eriksen. Eriksen kann er ablegen, nein, kann er nicht. Hakan nochmal, weitfüßig, Hakan daneben. Nochmal Pulisic, freigespielt von Jovetic, aber kann den Ball nicht richtig kontrollieren und Kaça ist da. Wir müssen jetzt auf Fehler hoffen, sonst geht das Ganze hier 1-1 aus. Nochmal Jovetic, wahrscheinlich die letzte Aktion. Auf Eriksen, in den Lauf von Christian Eriksen, aber der kann den Ball nicht kontrollieren und das wird wahrscheinlich gewesen sein. Jawohl, Schiedsrichter pfeift ab und wir spielen nur 1-1 gegen Hamburg. Das ist definitiv nicht gut. 9-2 Torschüsse, ganz, ganz unnötiger Punktverlust. Bayern gewinnt 3-0 und ich glaube, die stehen ja hinter uns. Stefan El-Sharawi, ich habe es befürchtet, hat sich schwerer verletzt. Für die Vorlage hat es gereicht, aber er fällt 3 Wochen aus. Gut, wir haben immer noch 11 Punkte Vorsprung und vor Bayern sogar 14. Von daher nicht so problematisch. Wir sind mal wieder im Training und da haben wir folgende Ergebnisse. Emre Mor mit einem C, das heißt, er könnte eventuell irgendwann mal auf 64 steigen. Olé. Timo Horn möchte einen riesigen Gehaltssprung, aber den kann er natürlich gerne haben. Bisher hat er 120.000 bekommen, jetzt nach seinen Leistungen 210.000. Ich glaube, bestbezahlter Spieler bei uns, oder? Nein, da haben wir noch 2 davor, beziehungsweise einen davor, und zwar Aubameyang, Reus auf gleichem Level. Aber hier seht ihr mal die Gehaltsstrukturen bei uns. Überraschend beispielsweise, dass ein Bojan, der ja verliehen ist, 150.000 bekommt, obwohl er nicht mal ansatzweise Stammspieler ist, aber ein Özyaqob, der klarer Stammspieler ist, nur 120.000. Das Beeindruckendste aber wahrscheinlich Paslak und Pulisic, die sich mit ihrem Geld noch zufrieden geben, auch wenn Paslak jetzt mal auf 25.000 erhöht wird, hat er sich auch verdient. Momentan ist er wichtiger Stammspieler. Und vor dem Spiel gegen Stuttgart gibt es erfreuliche Neuigkeiten. Und zwar ist Marco Reus wieder da. Ihr seht ihn da schon auf der linken Seite. Langstratzen, mal sehen, was wir mit dem anfangen können. Ich bin übrigens sehr enttäuscht bisher von Aubameyang. Das war Controller-Hülle. Von Aubameyang, denn bisher hat der noch nichts gerissen. Der macht jetzt hier das Tor, aber Ramos macht den Ausgleichstreffer. Ich tue mal eben meine Hülle. Ausgerechnet der 96er trifft hier noch. Oxford mit Rot und Lukaku Gott sei Dank mit dem späten Ausgleich. Aber das geht auch besser. Was ist los momentan? Wir sind im Formtief. Und wie gesagt, vor allem mit Aubameyang bin ich nach seinem Wechsel zurück zu uns gar nicht zufrieden, muss ich leider Gottes sagen. Ich hoffe, das wird noch besser. Bei Paslak musste ich übrigens tatsächlich die Rolle runterschrauben, aber jetzt als Rotationsspieler will er bei uns bleiben. Weiter geht's mit der Partie gegen Hoffenheim zu Hause und ich kann euch sagen, wenn wir bis zum Sommer kommen, wird es da einige coole Transfers auf jeden Fall geben, denn ich habe noch ein paar Spieler im Blick und ein paar, die ich mittlerweile nicht mehr so gerne habe und loswerden möchte. Aber wir sind hier auch nicht auf Realismus bedacht. Isco macht das 1-0 und wir gewinnen 4-0. Und wir haben einen Doppelpack, er hat mich anscheinend erhört, geil. Und jetzt geht's gleich im Halbfinale des Lokals, des Pokals gegen den Lokalrivalen aus Schalke bzw. aus Gelsenkirchen. Paslak und Mohr steigen vorher nochmal. Das ist gut. Ab geht's gegen S04 und zwar im Signal Iduna Park zu Hause bei leichtem Schauer. Das ist ungewohnt auf jeden Fall. Schiedsrichter ist Heimo Wasserschneider. Die Aufstellung habe ich jetzt übersprungen, denn die interessieren nicht. Wir wollen direkt reinstarten in die Partie. Ich kann nur so viel sagen. Bei uns spielt beispielsweise ein Marco Reus nicht. Eriksen steht auf links und Jovetic ist in der Startelf. Reus wollen wir noch ein bisschen schonen. Der wird aber auf jeden Fall kommen. Und es spielt außerdem Gonzalo Castro für Özyaqob, der mich ja letztes Mal nicht so überzeugt hat. Nee, Bender für Özyaqob. So ist richtig.
Nasser Untergrund ist natürlich was Ungewohntes für unser Team. Wir spielen ja normalerweise immer bei Sonnenschein. Das ist ja in FIFA Gott sei Dank so. Aber sie machen einen richtig guten Start. Und Jovetic mit der ersten dicken Chance. Nee, Isco war's. Und der bringt auch die Ecke. Aubameyang und Mustafi hüpft runter durch. Aber schöner Auftakt bisher. Schön gespielt auf jeden Fall. Jetzt raus auf Stefan Jovetic. Der hält nochmal an in den Raum zu Aubameyang. Der weiter auf Isco. Isco, Isco, 1-0. Isco, Disco macht den Führungstreffer gegen S04. Wir tun uns immer so schwer gegen die. Und diesmal geht's ruckzuck und richtig schön gespielt. Klasse gemacht von Jovetic, der den Ball hier schön querlegt auf Ober. Der leitet weiter und Isco mit einem guten Abschluss. Fährmann dran, aber kann nichts machen. Und auch Kaysara kann dann nicht mehr abwehren. Für Isco das erste Tor im Pokal. So muss es jetzt weitergehen. Bender geht da an allen vorbei, ist im 16er und verliert dann ganz, ganz blöd den Bayern Kaysara. Oh Gottes Willen, 1-1, Paslak mit dem dicken Fehler, was war das denn? War es Goretzka? Ich glaube, es war Leon Goretzka mit dem Ausgleich. Das darf so natürlich niemals passieren, unglaublich schlecht gemacht. Aber wie man es kennt, die erste Chance für Schalke und direkt das erste Tor, sowas darf nicht passieren. Eriksen, da ist das 2-1. Die direkte Antwort abgefälscht. Und wir führen wieder gegen S04. Der Einwurf von Rodriguez, dann gut gemacht von Eriksen gegen Goretzka. Da wird er eigentlich gefoult, fällt aber nicht. Und dann fälscht irgendein Verteidiger ab. Und das Ding ist drin. Wunderbar, so muss das laufen. Herrlich, Höwe, das war's. Und damit ist auch Halbzeit verdiente Pausenführung. Aber das Gegentor ist ultra ärgerlich. Ein 2-0 wäre deutlich besser gewesen. Den Fans schien es bis gerade noch egal zu sein. Jetzt sind sie wieder still, komisch. Gute Freistoßposition und Gelb für Aogo, das auch vollkommen zurecht nach dem Foul an Ober. Und passend zu diesem Freistoß wechseln wir. Reus kommt für Lukaku, geht auf links, Eriksen ins Zentrum und Jovetic in den Sturm. Und Reus direkt mal mit seiner ersten Amtshandlung. Dieser Freistoß, Marco Reus, oioioi, Fährmann mit einer Weltklasse-Parade. Der Freistoß war richtig gut und den hält auch nicht jeder Keeper, vielleicht ein bisschen zu zentral. Ecke kurz ausgeführt auf Isco, der mit der Flanke, das Ganze mit dem Fallrückzieher. Marco Reus nochmal, könnte den Ball wieder in die Mitte bringen, das war ganz, ganz schwach, die Flanke. Ober mit dem Tunnel, das war gut gemacht von Eriksen, die Flanke auf Eriksen, ohohoi, das wär's gewesen. Da kommt Schalke wieder mal nach vorne, das wird direkt gefährlich, aber Gott sei Dank ist Horn da. Martin mit dem Fehler, Jovetic steht nicht schnell genug auf. Aber holt sie den Ball trotzdem noch wieder in den Lauf von Eriksen. Der dreht sich einmal mit dem Berber-Spin, der Abschluss. Aber ja, da hätte mehr draus passieren können. Wäre Jovetic mal schneller aufgestanden, die faule Socke. Jovetic geht jetzt auch raus und Ben Yedder kommt rein. Der Sieg, der muss nochmal erhöht werden. Kurze Ecke auf Reus, der direkt auf Ben Yedder. Und der versucht mit dem angedrehten Schuss, aber Geist ist dazwischen und lässt bloß nicht auskontern lassen. Oh, Ben Yedder steckt den da. Und jetzt hat er die große Chance auf 3-1. Ben Yedder, was für eine Grätsche. Was war das bitte für eine Grätsche von Mati Anastasic? Unglaublich. Volles Risiko geht er da rein und wehrt ihn gerade noch so ab. Das war eigentlich eine hundertprozentige. Eriksen, Bender, Marco Reus. Das wird hier alles knapp. Oh, und Schalke wirft jetzt natürlich alles nach vorne. Und dann können solche Fehler entstehen. Aber wir können wieder kein Kapital rausschlagen. Und Isco kommt nicht an Choupo vorbei. Und jetzt muss es eigentlich fallen. Die dicke, dicke Chance. Und Reus bringt den Ball nicht auf die andere Seite. Aber wir sind noch in Ballbesitz. Eriksen, Ballverlust. Scheiße, das darf nicht passieren. Wir müssen die Chancen und die Konter vor allem besser ausspielen. Aber jetzt der Fehler von Matip. Der kann ihn selber korrigieren. Wir haben auch einfach Pech. Nochmal Eriksen. Aber er lässt dich locker. Super Eriksen heute. Und dann ist Schluss. Wir gewinnen gegen den FC Schalke 04 mit 2-1. Hätte normalerweise höher ausfallen müssen. Wir waren das deutlich überlegenere Team. Aber momentan läuft es nicht mit der Chancenverwertung. Das muss die nächsten Wochen besser werden. Aber wir sind weiter. Was willst du eigentlich mehr? Warum meckern wir überhaupt? Im Pokalfinale spielen wir übrigens gegen Darmstadt. Bitte was? Gegen Hertha wird erstmal ordentlich rotiert. Die haben zuletzt nicht gut ausgesehen. 0-0 gegen unseren Pokalfinalgegner. Wir spielen mit Lukaku und ansonsten komplett veränderter Elf. Gut, Horn ist auch noch dabei. Hüser in der Innenverteidigung. Bandowski auf links. Dembélé, Dahoud spielen mal wieder. Das kann ja was werden. 15 Minuten, Dahoud kriegt gelb. Ist ja sonst noch nichts passiert. Und am Ende verlieren wir 2-0. Oh, und Schieber trifft. Auch das noch. Naja, nicht so wichtig. Vorsprung haben wir eh genug. Was heißt eigentlich Vorsprung, aber eh genug. Wir sind Meister. 10 Punkte, 3 Spiele. Wir haben die Meisterschaft zum zweiten Mal in Folge gewonnen. Das ist doch geil. Unser Pokalfinalgegner ist übrigens sang- und klanglos abgestiegen. Wei, oh wei. Nur mal so nebenbei bemerkt, ne? Das ist schon realistisch. Hannover ist abgestiegen. 75 Punkte, dominiert die zweite Liga. Ingolstadt anstelle von Stuttgart.
Ja, aber auch die Aufsteiger sind, wie ihr hier sehen könnt, gleich Freiburg und Leipzig. Ha, wenn das mal nicht eine Prognose für die Bundesliga ist. Dortmund Meister, Schalke Zweiter, bin gespannt. Wobei ich ja persönlich nicht glaube, dass Köln nur den Abstieg mitspielen wird. Ja, die Ergebnisse im Training sind übrigens mau. Naja, so lala. Die Form ist natürlich jetzt übrigens nach dem Ergebnis gegen Berlin total beschissen. Dementsprechend haben wir wieder alles durchgewechselt und spielen mit der A11 gegen Augsburg dieses Spiel zu Hause. Übrigens werden wir das letzte Spiel der Saison dann noch zu Hause haben und die Meisterschale da feierlich entgegennehmen können. Das ist doch ganz schön. Max kriegt nach 8 Minuten die rote Karte. Was soll mir das jetzt sagen? Weiß ich nicht. Aber es geht 0-0 aus. Und Mustafi verletzt sich. Habe ich gerade richtig? Nee, Weidenfeller wurde nicht eingewechselt. Das sieht nur so aus. Gut, eine Woche fällt aus, aber trotzdem ist das nicht schön. Zum Abschluss noch einmal Training und dann haben wir es auch geschafft. Die Ergebnisse sind wieder so mau. Naja. Nochmal ein abschließender Blick auf die Tabelle. Unser Halbfinalgegner, unser Revierderby-Gegner ist auch in der Liga. Direkt unser Rivale. Allerdings sind wir Meister, sind Tabellenerster und dafür kann man doch auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da lassen. Da würde ich mich auf jeden Fall tierisch drüber freuen. Wenn es euch gefallen hat, in der nächsten Episode gibt es dann natürlich die Meisterfeier. Und nicht zu vergessen auch das Pokalfinale gegen den Absteiger Nummer 1, gegen den SV Darmstadt 98. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, einen wunderschönen Tag noch. Passt auf euch auf, haut rein und ciao.